Servus und grüß euch. Traust unterm Radar. Heute möchte ich mein Bushcraft-Gästezimmer aufbauen. Aber zuerst machen wir ein kleines Feuerchen. Ist ganz schön frisch, dass wir uns auch zwischenzeitlich ein bisschen aufwärmen können. Bleibt gerne dabei, lasst gerne ein Abo oder einen Daumen da. Das würde mich natürlich freuen. Ja, ich habe es schon angesprochen, ich möchte heute mein Bushcraft-Gästezimmer aufbauen. Ich möchte das niederländische Zelt testen, ein bisschen im Dauerbetrieb. Mal schauen, ob es dicht hält, ob ich einen Tarp drüber spannen muss, ob der Platz auch geeignet ist, den wir jetzt halt ausgewählt haben. Ich möchte es nämlich genau gegenüberliegend aufbauen. Allein schon ein bisschen als Sichtschutz. Ich habe ihn angesprochen, man kann von da vorne direkt auf den Punkt blicken. Richtig schöner Tunnelblick, aber ich sehe halt dann teilweise nicht, wer da vorne vielleicht steht. Wenn es hell ist, kein Thema, dann sehe ich alles, aber desto dunkler es wird, desto mehr können sich da vorne, also mehr die Leute, könnten sich die Leute versteckt halten. Deswegen kommt da hinten auch so eine kleine ich möchte jetzt nicht sagen Trennwand, aber so ein bisschen Abtrennung rein. Und jetzt möchte ich damit schon starten mit dem Zelt und dann starten, ob das Zelt überhaupt dicht hält und was wir dann vielleicht eventuell noch benötigen, dass es dicht bleibt.
Dann legen wir noch ein bisschen was nach, dass uns das Feuer nicht ausgeht. Dann holen wir unser Gästezimmer. Ja, jetzt schauen wir gleich, dass der Boden astfrei ist, dass wir uns so wenig wie möglich gleich in den Rücken stechen, wenn wir dann drinnen liegen. Aber ich glaube, das könnte schön passen. So, wo ist die größere Seite? Wo ist die größere Seite? Ich glaube, das ist genau verkehrt herum. So brauchen wir das Ganze. So, wird doch schon mal optimal. Von der Länge her passen. Ja, das Zelt steht an den geplanten Ort. Mal schauen, ob es so bleibt, ob es langfristig da bleibt. Das kommt auf. Ob wir eine Plane noch drüber bauen, also eine Bedachung. Lass mich überraschen. Ich habe meinen Fehler ausgebügelt beim Testaufbau. Hatte ich da so eine Falte drin, habe einfach das Zelt nicht ordentlich gespannt. Und dann bleibt da natürlich auch das Laub hängen. Laub bleibt hängen, das Wasser bleibt hängen. Dann wird es natürlich auch schneller innen drin feucht. Jetzt ist es richtig straff abgespannt. Und bin jetzt schon gespannt, wie sie sich im Dauerbetrieb schlägt. Einzige Problem, was ich jetzt habe, ich habe quasi meinen Zugang ja versperrt. Und jetzt muss ich mir da noch einen kleinen Weg freimachen. Ich werde nur ein, zwei Äste wegschneiden. Dann muss ich quasi so einen kleinen Bogen um das Zelt machen, damit die ins Lager kommen. Aber das gefällt mir dann viel besser, weil man einfach schon mal da einen kleinen Sichtschutz hat. Lassen wir mal glatt mal noch Probe liegen. Geräumig ist es auf jeden Fall. Also da gibt's ja mal gar nichts. Wo haben wir denn? Das Schöne ist, man kann ja beide Seiten eröffnen. Also nicht nur die Seite, sondern gegenüber ja auch. Und dann kann man das Ganze ja schön durchlüften. Ich glaube, ich sehe ein Loch. Ne? Also, ich habe jetzt auch keinen Osten im Rücken, das ist auch schon mal top. Und wie gesagt, man kann ja auch beide Seiten aufmachen. Hätten wir sogar noch einen Fluchtweg. Ich glaube, das ist dann ganz lässig, wenn man in der Früh aufwacht. Wenn man in der Früh aufwacht und man macht beide Seiten offen, also auf. Und dann kann das Ganze erstmal auch ausdampfen und man hat einfach eine freie Sicht, obwohl dass man doch ein Dach über dem Kopf hat. Ich sehe gerade, ich habe
da unten noch einen Knick. Da müssen wir das noch ein bisschen nach unten ziehen. Ja, das passt schon so. Eine kleine Tasche haben wir drin. Ja, klein Hobo vom Zelt. Da ist das Ganze doch top gemütlich. Cool. Ja, jetzt steht es am gewünschten Platz. Mal schauen, was der Langzeittest macht. Ob ich eine Plane benötige, einen Tab, das kommt drauf an, wie es jetzt in den nächsten Tagen schlägt. Ob nach 7 Tagen schon das Wasser drin steht, da lasse ich mich jetzt überraschen. Vielleicht habe ich ja Glück und das Dickicht reicht aus. Aber jetzt brauchen wir noch einen kleinen Spacey und genießen wir noch ein bisschen das Feuer. Space hier am Lagerfeuer. Gibt es denn was Schöneres? Das Camp wächst mittlerweile. Kriegt schon Formen. Mich freut es jedes Mal wieder, wenn mir was Neues einfällt. Mal schauen, wie es weitergeht. Wenn du sowas natürlich nicht verpassen möchtest, hilft nur eins: ein Abo. Und dann schauen wir, was wir uns als nächstes basteln, kochen. Oder schnitzen. Ja, dann werde ich jetzt zusammenpacken. Ich freue mich schon. Jetzt wird es kalt, jetzt wird es frisch. Das richtige Wetter, um draußen zu pennen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video unterm Radar. Pfiat euch und ein anderes Mal.